Wichtiges zum Verständnis prophetischer Botschaften. Mitteilungen Jesu Christi durch Prophet Jakob Lorber. Warum und wozu Offenbarungen meist verschlüsselt waren und Geistiges verhüllt dargestellt wird. Botschaften aus der geistigen Welt benötigen eine gewisse Verhüllung für die materielle Welt. Wir lesen in Jakob Lorber, Die geistige Sonne, Band 2, Kapitel 15, Vers 3. Aber solches wisst ihr nicht, dass eben aus den Himmeln keine Kunde völlig enthüllt zu den Menschen auf der Erde gelangen kann, sondern noch alle Zeit ist eine jede Kunde mit einer Hülse umschlossen. Denn ohne eine solche hülsige Umschließung könnte keine Kunde aus den Himmeln, welche rein geistig ist, zu den Menschen gelangen, so wenig, als da jemand von euch imstande wäre, den für den Leib nur tauglichen ätherischen Nahrungsstoff ohne Beigabe gröberer Materie in sich aufzunehmen. Und weiter in Jakob Lorber, Großes Evangelium des Johannes, Band 1, Kapitel 42, die Verse 5 und 6. Da spricht der Jünger Nathanael: Siehe, die Dinge der Natur haben ihre Ordnung und können nur in dieser ihrer eigentümlichen Ordnung bestehen. Und so haben auch die Dinge des Geistes ihre höchst eigentümliche Ordnung und können außer solcher Ordnung nicht bestehen, nicht gedacht und nicht ausgesprochen werden. Aber zwischen den Naturdingen und den geistigen Dingen, weil jene aus diesen hervorgegangen sind, ist und besteht eine genaue Entsprechung, die freilich wohl nur der Herr allein am allerbesten kennt. Wenn nun der Herr uns rein Geistiges verkündet, die wir noch sämtlich in der starren Ordnung der Naturmäßigkeit uns befinden, so kann er solches ja nur auf dem Wege der gleichnisweisen Entsprechungsbilder geschehen lassen. Um diese aber recht zu verstehen, müssen wir trachten, unseren Geist durch die Beachtung der Gottesgebote zu wecken. Erst in solcher Gewecktheit werden wir darüber ins Klare kommen, was der Herr unter einem solchen entsprechenden Gleichnisbilde alles gesagt und geoffenbart hat. Und eben darin wird sich sein göttlich Wort ewig von unserem menschlichen unterscheiden. Pädagogischer Zweck verhüllter Offenbarungen. Verhüllte Wahrheiten fördern geistige Selbstständigkeit. Über den Zweck der Verhüllung geistiger Botschaften erklärte Jesus seinen Jüngern, zu lesen in Jakob Lorber, Großes Evangelium des Johannes, Band 6, Kapitel 204, die Verse 2 bis 4. Die Weltmenschen gefallen sich in der Welt, und so muss auch eine Gotteslehre ganz weltlich aussehen, wenn sie bei den Menschen einen Anklang finden soll. Die Wahrheit wird stets nur verdeckt den Menschen dieser Erde gegeben werden, denn offen würden die Menschen sie ebenso wenig ertragen, wie du das Licht der Mittagssonne mit offenen Augen zu ertragen imstande bist. Die Menschen müssen denken lernen, dann suchen und selbst finden. Und hat ein Mensch das innere Licht des Lebens nicht selbst gefunden, so nützen ihm tausend Lehrer nichts. Und es ist da am Ende schon eins, ob er das Licht für Finsternis oder die Finsternis für Licht hält. Daher muss ein Mensch wohl einen Stoß zur Aufsuchung der Wahrheit bekommen, aber die volle Wahrheit niemals urplötzlich. Denn diese würde kein Mensch ohne Verlust seines irdischen Lebens ertragen, so sie ihm auf einmal völlig klar würde. Und so werden wir bei den Menschen dieser Erde auch noch lange Zeit hin mit der ganzen vollen Wahrheit nicht gar so geschwinde herauskommen können. Verhüllte Offenbarungen bewirken Denkanregung und Trägheitsüberwindung. Wir lesen in Jakob Lorber, Großes Evangelium des Johannes, Band 3, Kapitel 205, Verse 11 und 12. Ein Kaufmann spricht zu Jesus: Und siehe, großer und erhabener Meister, du wolltest mich,
auf mein vollkommenstes Nichtwissen hindeutend, dahin zurechtweisen und sagen, Gott, der Allweiseste, stellt vieles vor die Augen des Menschen und vor alle seine äußeren Sinne und durch diese auch gleichzeitig vor die Sinne der Seele, um den Menschen zum Denken zu zwingen. Aber die Erklärung muss sich der Mensch selbst suchen, denn gäbe Gott ihm auch diese hinzu, so möchte der Mensch ehest träge und am Ende über alles ganz tatlos und faul werden. Denn was ein Mensch einmal vollkommen innehat und versteht, für das hat seine träge Natur keinen Sinn mehr. Dies ist zu sehr durch eine nur zu allseitige Erfahrung bestätigt und erwiesen und bedarf darum keines neuen Beweises mehr. Und so würde sich der Mensch offenbar auch ganz sicher in der rein geistigen Sphäre verhalten, so er alles auf ein Haar klein und sonnenhell verstünde, was die großen Propheten aus Gott in die Bücher der Weisheit niedergezeichnet haben. Er würde sich bald schlafen legen und endlich über gar nichts mehr nachdenken. Worüber aber sollte der Mensch denn auch noch irgendetwas nachdenken, so er ohnehin alles verstünde? Warum Endzeitoffenbarungen fast unverschlüsselt sind. Entlarvung von Priesterlügen. Zu lesen in Jakob Lorber, Großes Evangelium des Johannes, Band 9, Kapitel 90, Verse 1 bis 4. Ein Judengrieche spricht zu Jesus: Herr und Meister, wird denn mit deiner abermaligen Ankunft auf dieser Erde den Menschen auch eine Lehre gegeben werden? Wenn du ihnen wieder mit dieser Lehre kommen wirst, so werden sie dann ja auch sagen, O, bleibe uns vom Halse mit dieser Lehre, die so viel Unheil auf der Erde angerichtet hat. Sagte ich, der Herr Jesus, Freund, die Lehre, die ich euch nun gebe, ist Gottes Wort und bleibt ewig. Und darum werden jene Menschen, von denen hier die Rede ist, auch nur diese Lehre von mir überkommen, die ihr von mir überkommen habt. Aber in jenen Zeiten wird sie ihnen nicht verhüllt, sondern völlig dem himmlischen und geistigen Sinne nach enthüllt gegeben werden. Und darin wird das neue Jerusalem bestehen, das aus den Himmeln auf diese Erde herniederkommen wird. In seinem Lichte wird den Menschen erst klar werden, wie sehr ihre Vorgänger von den falschen Propheten, gleich wie die Juden nun von den Pharisäern, hintergangen und betrogen worden sind. Sie werden dann nicht mehr mir und meiner Lehre die Schuld an all dem vielen Unheil auf der Erde in die Schuhe schieben, sondern den höchst selbst- und herrschsüchtigen falschen Lehren und Propheten, die sie schon im Lichte ihrer Wissenschaft und vielen Künste nur zu genau werden erkannt haben, wessen Geisteskinder sie waren. Wenn aber das hellste Licht des neuen Jerusalems über die ganze Erde scheinen wird, dann werden die Lügner und Betrüger völlig enthüllt werden und der Lohn für ihre Arbeit wird ihnen gegeben werden. Je höher von ihnen sich jemand zu stehen dünken wird, desto tiefer wird auch sein Fall sein. Darum hütet euch schon jetzt vor den falschen Propheten. Interpretationshinweise für Prophetenworte. Bedeutung der Kenntnis der Entsprechungslehre. Ein Schriftgelehrter fragte Jesus, warum er einen Ausruf Josuas nicht begreifen konnte. Zu lesen in Jakob Lorber, Großes Evangelium des Johannes, Band 9, Kapitel 93, Verse 2 bis 7. Die Antwort von Jesus: Weil von euch schon vor der babylonischen Gefangenschaft die alte innere Entsprechungswissenschaft gänzlich gewichen ist, denn diese Wissenschaft ist nur jenen Menschen zugänglich und eigen, die im wahren Glauben und Vertrauen an den einen, wahren Gott niemals wankend und schwach geworden sind, ihn allzeit als den Vater über alles liebten und ihre Nächsten wie sich selbst. Denn die besagte Wissenschaft ist ja die innere Schrift und Sprache der Seele und des Geistes in der Seele. Wer diese Sprache verloren hat, der versteht die Schrift unmöglich
und ihre Sprache kommt ihm in seinem toten Weltlichte wie eine Torheit vor. Denn die Lebensverhältnisse des Geistes und der Seele sind ganz anderer Art als die des Leibes. So ist denn auch das Hören, Sehen, Fühlen, Denken, Reden und die Schrift des Geistes ganz anders beschaffen als hier unter den Menschen in der Naturwelt. Und darum kann das, was ein Geist tut und spricht, nur auf dem Wege der alten Entsprechungswissenschaft dem Naturmenschen begreiflich gemacht werden. Haben die Menschen diese Wissenschaft durch ihre eigene Schuld verloren, so haben sie sich selbst außer Verkehr mit den Geistern aller Regionen und aller Himmel gestellt und können darum das Geistige in der Schrift nicht mehr fassen und begreifen. Sie lesen die geschriebenen Worte nach dem blind eingelehrten Laut des toten Buchstabens und können nicht einmal das begreifen und dessen inne werden, dass der Buchstabe tot ist und niemanden beleben kann, sondern nur der innerlich verborgene Sinn ist es, der als Selbst Leben alles lebendig macht. Wenn ihr nun das begreifet, so trachtet denn auch vor allem, dass das Reich Gottes in euch lebendig und vollauf tätig werde. Vergleichen auch in Matthäus 6,33 und Lukas 12,31. So werdet ihr auch wieder in die besagte Wissenschaft der Entsprechungen zwischen Materie und Geist gelangen, ohne welche ihr weder Moses noch irgendeinen Propheten je in der Tiefe der lebendigen Wahrheit verstehen könnt und dadurch in euch selbst bemüßigt seid, in Unglauben, in allerlei Zweifel und Sünden zu verfallen. Denn so ein Blinder auf einer Straße, auf der eine Menge Steine liegen, wandelt, wird er es wohl verhüten können, dass er beim Gehen an einen und den anderen Stein stößt und dabei gar oft fällt? Und kommt auf des Weges Strecke irgendein Abgrund, wie wird er sich schützen, dass er nicht mit dem nächsten Tritt in denselben stürzt und darin den unvermeidlichen Tod findet? Darum trachtet vor allem, dass ihr im Geiste ehest wiedergeboren und sehend werdet, sonst werdet ihr tausend Gefahren, die auf euch lauern und euch zu verschlingen drohen, nicht entgehen. Die dreischichtige Symbolsprache der Propheten. Jesus wies seine Jünger auf die Mehrschichtigkeit jeder geistigen biblischen Aussage hin. Zu lesen in Jakob Lorber, Großes Evangelium des Johannes, Band 5, Kapitel 272, Verse 7 bis 9. Was die Propheten geschrieben haben in ihrer inneren Eingebung, das haben sie in Bildern geschrieben, die pur Entsprechungen sind von den in ihnen verborgenen nackten Wahrheiten. Wer demnach die alte Lehre von den Entsprechungen versteht, dem wird es bald klar werden, was alles die Bilder der Propheten zu bedeuten haben. Ihr habt von den Entsprechungen nie etwas gehört, und so kennet ihr auch von der Schrift nur den groben, naturmäßigen Sinn. Aber es gibt in den Bildern der Prophetenschrift stets einen dreifachen Sinn. Erstens den naturmäßig geistigen, zweitens den pur geistigen und drittens den rein himmlischen aus dem Herzen Gottes. Nach dem ersten bestimmt sich das sittliche Leben des Menschen also gestaltig, dass er als naturmäßiger Mensch also denkt infolge einer rechten Erziehung und auch also handelt, dass er nicht an der Materie kleben bleibt, sondern sich von ihr abwendet und sie nur insoweit benutzt, um durch sie in das rein Geistige stets tiefer und heller einzudringen. Wer das tut, wenn er dazu unterrichtet ist, der findet dann bald die Entsprechung zwischen Materie und Geist. Hat er das, dann wird er aus dem Geistigen in das Himmlische eingehen oder in das rein Geistige. Von da geht es dann leicht in das rein göttlich-himmlische über. Da wird ihm dann erst vollends klar werden, was im Grunde des Grundes die Schrift der Propheten alles als vollends Enthülltes in sich enthält. Göttliche Offenbarungen gelten meist nur dem Geistigen.
Wir lesen dazu in Jakob Lorber, Großes Evangelium des Johannes, Band 1, Kapitel 191, Vers 24. Jesus spricht: Alles, das ich zu euch rede, gilt nur dem Geiste und nie der Materie. Der man kein weiteres Gesetz geben kann und darf, als das härteste muss, bis zur Zeit ihrer einstigen Auflösung.